Hallo und herzlich willkommen im YouTube-Kanal von FotoTV. Heute zum Thema Makrofotografie. Spannende Disziplin, die allerdings auch ihre Herausforderungen hat. Und da gibt es einiges zu wissen dazu. Und wir haben einen der besten Natur- und Landschafts-Makrofotografen Deutschlands und gleichzeitig Herausgeber einer Fotozeitschrift, Hans-Peter Schaub, in Filmen bei FotoTV gehabt, aus denen ich euch heute einige Tipps und Tricks mitgeben möchte. Wir bei FotoTV sind davon überzeugt, dass ihr als Fotografen in euren Bildern den wirklich größten Unterschied dadurch machen könnt, dass ihr euch selber einbringt, dass ihr strukturiert arbeitet und dass ihr mit einer Herangehensweise in die Fotografie geht, die euch zu guten Ergebnissen führt. Dabei stellen wir eigentlich die Frage des Equipments meistens sehr weit zurück. Die Kameras und Objektive, die wir heute zur Verfügung haben, sind allesamt wirklich sehr, sehr gut. Viel, viel besser als das, was man noch vor 10, 20 Jahren im Angebot hatte. Eigentlich ist Equipment kein so großes Thema mehr. Aber bei der Makrofotografie ist man einfach auf ganz spezifisches Equipment angewiesen, um überhaupt in diesen Abbildungsmaßstab der Makrofotografie reinzukommen. Und um euch eine Idee zu geben, welche speziell Objektive es im Bereich für der Makrofotografie gibt, worauf man dabei achten sollte, haben wir einen Film mit Hans-Peter Schaub gedreht, der euch ein bisschen mal einen Überblick gibt und euch Ideen dazu gibt, welche Objektive ihr braucht, um in die Makrofotografie reinzukommen. Grundsätzlich können die Makroobjektive eigentlich alle das Gleiche. Die sind in der Lage, relativ kleine Gegenstände relativ groß abzubilden. Jetzt gibt es aber ein ganz breites Spektrum von unterschiedlichen Makroobjektiven. Da mag man sich natürlich schon fragen, wozu? Ich habe euch mal eine ganze Reihe hier mitgebracht, die alle einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1, in diesem Fall sogar bis 2 zu 1 ermöglichen. Und die unterscheiden sich durchaus massiv. Wir fangen an hier bei 15 mm. Das hier sind 35 mm, sorry, das kann nicht 1 zu 1, sondern 1 zu 2. Aber soll erstmal egal sein für einen Vergleich. Dann haben wir ein 70 mm Objektiv, 105er und das 100 mm Laowa. Diese beiden, das 105er und das 70er, sind von Sigma. Das hier ist ein Canon 35 mm und das hier ist ein Laowa 15 mm Makroobjektiv. Mm für ein Makroobjektiv ist ziemlich ungewöhnlich. Das ist eine extreme Weitwinkelbrennweite und eigentlich verbindet man Makrofotografie nicht unbedingt mit Weitwinkel, sondern da will man eigentlich einen engen Ausschnitt haben, man will nah dran. Aber Weitwinkel hat natürlich auch seinen Reiz im Nahbereich, weil es dadurch möglich ist, kleine Dinge in einem Kontext zu zeigen. Ich habe hier also einen großen Bildwinkel, das heißt, ich kann ums Motiv herum relativ viel zeigen, muss aber gleichzeitig, um einen großen Abbildungsmaßstab zu erzielen, sehr, sehr, sehr nah dran. Jetzt habe ich gesagt, dieses Objektiv ermöglicht einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 und ich will euch mal zeigen, was das in der Konsequenz bedeutet, wie nah man da dran ist. Stell dich mal auf 1 zu 1. So, jetzt gucken wir uns das mal von der Seite an. Ich versuche mal hier dieses Ding einigermaßen groß ins Bild zu kriegen. Und man sieht hier schon, wir schubsen es schon ziemlich weg. Und jetzt bin ich bei 1 zu 1. Das ist schon so, fast in der Frontlinse drin. Wir bewegen uns also hier im Bereich von bisschen weniger als 1 mm vor dem eigentlichen Motiv. Das Objektiv hat, was ich hier habe, hat einen Canon EF-Anschluss und ich benutze das hier an der R5, also R-Bajonett auf EF-Bajonett. Dafür gibt es halt diese Adapter und das funktioniert an sich tadellos. Also jetzt hier das 70 mm Makro von Sigma. Das unterscheidet sich von den meisten anderen Makroobjektiven, die am Markt sind, dadurch,
dass es keine Innenfokussierung hat. Innenfokussierung heißt, dass alles, was mit Objektivauszug zu tun hat, praktisch im Objektiv selber bleibt. Dieses Objektiv hat das eben nicht. Das heißt, es fährt dann tatsächlich auch raus, hat qualitativ eigentlich keine Relevanz. Ja, es ist einfach eine Frage, wie die Konstrukteure das bauen wollten. Und die haben halt gesagt, lass uns das mal so machen. Man sieht hier, ich bin hier beim Abbildungsmaßstab von 1:1, so etwa 10 cm von meinem Motiv entfernt. Ja, 10 cm, damit kann man eigentlich auch schon wirklich gut und vernünftig arbeiten. Es gibt mir viel Spielraum auch hier, wenn ich Zusatzlicht brauche, von der Seite mit Licht noch reinzukommen. Das ist natürlich bei den kürzeren Brennweiten zunehmend schwer. Und je näher man da dran ist, umso weniger Luft hat man da. Aber so, das ist schon gut praktikabel, etwa 10 cm. Das also bei dem 70er. So viel zu den Überlegungen von Hans-Peter Schaub zum Equipment. Wenn ihr den ganzen Film mit ihm sehen wollt, wo er noch viel mehr dazu erzählt, kleiner Hinweis, registriert euch bei Foto.tv, einem kostenlosen Nutzer, und lasst euch den Newsletter schicken. Dann ist der erste Newsletter ein Gutschein über 5 Filme, die ihr komplett kostenlos gucken könnt. Dann könnt ihr euch den Film mal genau und komplett ansehen, um die Entscheidung, welches Objektiv für euch das Richtige ist, noch besser zu fundieren. Kostet nichts, verpflichtet zu gar nichts. Nach dem Objektiv gehen wir in die Gestaltung über. Wie gestalte ich in der Makrofotografie? Und die Objektive, die er gerade gezeigt hat, die bringen uns nachher Möglichkeiten in der Art und Weise, wie wir das Motiv umsetzen. Und da hat er noch ein paar weitere Spezialobjektive, Spezialideen, wie man nämlich mit dem sogenannten Bokeh, also mit dem Unschärfeverlauf in der Fotografie arbeiten kann, um besonders eindrucksvoll zu gestalten. Er zeigt euch das im Folgenden, und wir haben wieder einen Ausschnitt aus einem Film, damit ihr mal eine Idee bekommt, was ihr für Möglichkeiten qua und mittels des Equipments habt, um in der Makrofotografie zu gestalten. Natürlich achtet man zunächst auf den Bereich des Motivs, der scharf ist. Da muss ja auch alles scharf sein oder sollte es. Aber die großen Unterschiede zwischen den Objektiven, die ergeben sich eigentlich in ihrer Wiedergabe der Unschärfe. Stichwort ist Bokeh oder wie auch immer man es nennen möchte, was ja aus dem Japanischen stammt und sowas wie verschwommen bedeutet. Ich habe euch da mal 5 Objektive mitgebracht, die ich für diese Art von Fotografie besonders schätze. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist ein ziemlich altes Zeiss-Planar, ein Standardobjektiv 1,450. Was sich sehr häufig mit Zwischenringen kombiniert in der Makrofotografie einsetze. Und diese Anfangsblende von 1,4, die hat zur Folge, dass ich natürlich sehr, sehr wenig Schärfentiefe habe, aber auch das Bokeh ist sehr speziell. Ich kann das auch sehr gut eben über die Blende beeinflussen, weil anders als die viele moderne Objektive, wo eigentlich immer darauf geachtet wird und in jedem Werbetext auch drin steht, dass die Blendenöffnung kreisrund ist und entsprechend das Bokeh besonders harmonisch und weich, hat halt dieses Planar keine runde Blendenöffnung, wenn man die Blenden schließt. Ne? Wenn das Objektiv offen ist, ist die Blende natürlich rund, logisch. Aber sobald man die schließt, wird das eine ziemlich eckige Angelegenheit. Ich erhalte bei den 6 Blendenlamellen, die dieses Objektiv hat, sechseckige Blendenformen. Und das macht sich dann natürlich eben auch in der Unschärfe bemerkbar. Wenn ich im Hintergrund unscharfe Lichtreflexe habe, dann kriege ich eben Sechsecke. So, das nächste in der Reihe ist das Lens Baby. Dieses Lens Baby basiert ja auf so einem Kalotte, wenn man so will, die sich frei drehen lässt. Und ich kann den scharfen Punkt dieses Einsatzes, den ich hier reinbauen kann, praktisch an jeden beliebigen Punkt im Bild legen. Dieser Einsatz, den ich hier verwende, das ist das Lens Baby Suite 35. Das ist ein leichtes Weitwinkelobjektiv. Auch dies wird dann kombiniert mit einem Zwischenring. Erzeugt dann eben auch diese
kreisrunden Blenden, sogar noch ein bisschen besser gerundet als beim Trioplan und Primoplan. Und da habe ich eben auch über die Blende die Möglichkeit, die Bildwirkung sehr, sehr deutlich zu verändern. Das zeigen auch die Beispiele, die wir hier einblenden. Auch beim normalen Makroobjektiv macht es halt einen Unterschied, ob ich das bei offener Blende oder geschlossener Blende fotografiere. Je weiter man die Blende schließt, umso präziser wird das, die Blendenöffnung natürlich auch abgebildet. Ich habe jetzt hier dieses 400 mm Spiegelobjektiv aufgesetzt und werde euch jetzt mal anhand von diesem schönen glitzernden Gras zeigen, wie sich das dann verhält, wie die Reflexe sind, die dadurch entstehen. Und dieses Objektiv hat eine recht gute Naheinstellgrenze von guten Meter. Das heißt, ich kann einen Abbildungsmaßstab von fast 1:2 ohne irgendwelche Zusatzmittel erzielen. Und was man halt hier erhält, ist ganz charakteristisch, sind solche donutförmigen, kringeligen Lichtreflexe. Und das sieht mal ganz gut aus, manchmal stört es auch, aber ich finde, das ist einfach, wenn man so ein Objektiv hat, eine interessante Option, halt immer mal wieder ein bisschen andere Bilder zu gestalten. Gut, das war letztlich ein bisschen der Übergang vom Equipment zur Gestaltung, zum tatsächlichen Fotografieren. Und bei der Makrofotografie gibt es noch einen weiteren Aspekt, den man beherrschen muss, und das ist das Motiv und die Location. Wenn ich kleine Dinge fotografieren will, kann ich zwar sehr, sehr interessante Dinge wahrscheinlich im Umkreis von 10 Meter um mich herum finden, aber wenn mein Anliegen zum Beispiel in der Naturfotografie ist oder in diesem Fall der Schmetterlingsfotografie, dann sind wir sehr stark eingeschränkt. Und da haben wir einen kleinen Tipp für euch, der jetzt sehr spezifisch ist, aber umso wertvoller, denn Hans-Peter Schaub hat eine Location-Idee für euch, wo ihr wahrscheinlich am besten in ganz Deutschland Schmetterlinge fotografieren könnt und wo ihr dann eure Makrofotografie mal so richtig ausleben könnt. Schaut euch mal an, was er dafür mitgebracht hat. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Makroserie. Ich stehe hier im Schmetterlingshaus des Maximilianparks in Hamm und bin sehr, sehr froh, dass wir so eine Einrichtung in meiner Heimatstadt haben, weil hier bin ich eigentlich relativ häufig und zwar schon eigentlich seit ich in Hamm bin. Das Haus in seiner jetzigen Form, das gibt es seit 2002. Gegründet wurde es schon Mitte der 80er Jahre in einer Privatinitiative, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann ab Anfang der 2000er Jahre. Und seither verfolge ich das auch und sehe, wie hier alles wächst und sprießt und grünt. Neben den Schmetterlingen gibt es hier auch eine ganze Reihe sehr, sehr schöner, attraktiver Pflanzen. Also hier kann man sich locker einen halben Tag vergnügen und es wird keineswegs langweilig. Wenn man hierher kommt, muss man per se ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil dadurch, dass hier wirklich feuchtes Tropenklima herrscht und es draußen in der Regel doch ein bisschen trockener und kühler ist, dauert es eine Zeit lang, bis die Geräte sich akklimatisiert haben. So eine Viertelstunde, 20 Minuten muss man schon kalkulieren. Da nutzt es auch wenig, wenn man immer wieder über die Linse wischt, weil wenn das Objektiv halt weiterhin kühl ist, dann wird es sofort wieder beschlagen. Deshalb Muße mitbringen, ein bisschen Ruhe mitbringen und dann kann man hier wirklich großartige Sachen entdecken. Und schön ist es auch, wenn man hier durchgeht, einfach immer wieder die Runde dreht, immer mal wieder guckt. Oft sind die Schmetterlinge, obwohl sie sehr bunt sind, doch relativ versteckt in der Vegetation. Und gerade solche Bilder finde ich besonders reizvoll, wenn man die Schmetterlinge im Grün oder an Blüten fotografieren kann. Das gefällt mir persönlich besonders gut. Zur Ausrüstung. Ich benutze hier, wenn ich hier bin, ganz oft so ein Makro in dem Bereich um 100 mm. Jetzt im Moment habe ich ein Sigma 105 mm Makroobjektiv montiert, was eigentlich sehr, sehr flexibel hier verwendbar ist. Das 100er Makro hat den Vorteil, man hat halt schon eine gewisse Aufnahmedistanz auch. Man muss sich den Tieren nicht zu sehr nähern und hat dadurch natürlich auch die Chance, die eben oft ungestört zu erwischen, ohne dass die halt irgendwann mal wieder wegflattern. Wenn ich einen Schmetterling gefunden habe, der einigermaßen kooperativ ist und lang genug sitzen bleibt, dann versuche ich natürlich auch immer die Position zu wechseln. Das heißt, ich versuche es mal von unten, von oben, um möglichst alle Optionen durchzuspielen. Das Schöne hier im Schmetterlinghaus ist natürlich, dass man genau das machen kann, was man eben draußen in freier Natur bei Schmetterlingen selten
geboten kriegt. Und deshalb ist das ein wunderbarer Platz, um Techniken und auch Gestaltung zu üben, was einem am besten gefällt. Also gerade diese Möglichkeit, hier auch mal Untersichten zu kriegen, ist eigentlich sehr schön, was ich auch ganz gern mache, weil dann eben das Licht von hinten durch die Flügel scheint und die natürlich ein ganz anderes Leuchten entwickeln. Ich schaue mal, ob der kooperativ genug ist. So, das war unser kleiner Ritt durch die Makrofotografie. Wir konnten nur ganz kleine Tipps und Tricks geben. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt eine ganze Serie mit Filmen von Hans-Peter Schaub, die einen wirklich sehr gut in das Thema hereinführt. Das Ganze bei Foto.TV. Ich habe euch schon gesagt, registriert euch den Nutzer und schaut mal in diese Filme rein. Wir haben auch eine Geld-Zurück-Garantie, sodass ihr eine Woche lang komplett Foto.TV gucken könnt. Und wenn ihr dann sagt, das bringt mir nichts, meldet ihr euch bei uns und wir erstatten euch das Geld zurück. Hat euch dieser Film hier bei YouTube gefallen und gereicht, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst vielleicht einen kleinen Like oder einen Kommentar da, würden wir uns sehr darüber freuen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.